jetzt hier am Freitag und wir wollen den Tag noch einmal ein bisschen rekapitulieren lassen in unserem kleinen Recap-Format. Und dafür haben wir den Steffen Volkmar von Panini. Hallo. Ja. Wie waren denn die Tage jetzt für dich? Zwei hast du schon geschafft. Wie ist jetzt so dein Zwischenfazit? Also für mich ist die ganze Sache sehr, sehr, sehr anstrengend, weil ich bei uns auch die ganzen Sachen moderiere. Also nicht nur bei den Signierstunden dabei bin und am Stand aushelfe, sondern ich moderiere auch noch und damit renne ich ziemlich viel rum. Gestern war super. Ich hatte gestern ein ganz sensationell tolles Event am Nachmittag mit dem Kabarettisten Jochen Malmsheimer, der aus Shakespeare Star Wars gelesen hat auf der großen Bühne. Das war wirklich, wirklich toll, war richtig, richtig lustig. Davor hatte ich ein Panel mit dem Marvin Clifford aus Berlin, der den Schüssler-Weng-Comic zeichnet. Da waren wir auf dem schwarzen Sofa. War toll, die ganze Stimmung beim schwarzen Sofa, bei der großen Bühne, auch in den Hallen gestern, richtig bombastisch, richtig toll. Heute am Freitag hatte ich das Gefühl, es ist insgesamt ein bisschen lower, aber das ist natürlich klar, zweiter Tag und noch nicht Wochenende, das kennt man so. Trotzdem viel Andrang bei unserem Stand, viel Andrang bei unseren Signierstunden, viel Andrang, richtig viel Andrang bei unserem Panel auf dem schwarzen Sofa mit Elena Casagrande, der Zeichnerin von Doctor Who, mein Favorite, Doctor Who. Kann ich verstehen. Und gut, die Frau. Und dann hatten wir jetzt noch auf der großen Bühne eine tolle Sache mit der Simpsons-Zeichnerin Stephanie Gladden und dem Comedian Thomas Nicolai, der die Simpsons für uns ins Sächsische transferiert hat. Kommt natürlich hier gut an. Hatten wir richtig viel Spaß und damit insgesamt ein guter Tag. Ich bin nur so langsam auch schon ziemlich müde. Das können wir verstehen. Worauf dürfen wir uns denn die nächsten Tage noch bei euch freuen? Aber wir haben noch einiges im Programm. Morgen nochmal Thomas Nicolai, Stephanie Gladden auf der großen Bühne. Wer sich für Simpsons interessiert, sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Natürlich wieder Signierstunden mit allen unseren Zeichnern. Und dann haben wir noch so zwei, drei kleinere Sachen. Da müssen wir noch ein bisschen Feinjustierung vornehmen. Ich glaube nämlich, dass wir morgen auf dem schwarzen Sofa was machen, was hier gar nicht so richtig reingehört. Wir werden dort, glaube ich, unsere EM-Sticker, Panini-Sticker präsentieren. Und das ist noch so ein kleines Geheimnis. Oh. Oh, oh. Psst. Wir verraten es einfach nicht. Und ihr habt ja jetzt prinzipiell auch Panini gerade für große Comic-Sachen. Es sind ja auch große Comic-Verfilmungen dieses Jahr geplant. Merkt ihr schon, dass das Interesse daran immer größer wird, gerade was jetzt Batman, Superman angeht, was jetzt Civil War angeht, was auch so Suicide Squad zum Beispiel. Steigt das Interesse jetzt mehr dadurch, dass die Filme angekündigt sind? Also man kann sagen, dass die Filme, die ja alle auch ziemlich gut sind, zumindest die in den letzten 7-8 Jahren rausgekommen sind, dass die insgesamt der Comicbranche, vor allem aber den Superhelden, gut getan haben, dass man da wieder ein etwas weiteres Fanklientel erschließt und dass genau die Superhelden gerade einen Aufwärtstrend erleben, wie man ihn schon lange nicht mehr hatte. Also die waren ja nie schlecht, aber gerade geht es für die so richtig nach oben. Und immer im Umfeld der Filme zieht das auch richtig an. Zuletzt bei Deadpool, das war richtig, richtig gut. Übrigens auch ein cooler Film. Und bei Superman, Batman, wir haben ja den Viktor Bogdanovic da, der ist Batman-Zeichner. Und da merken wir schon, dass die Leute schon so ein bisschen heiß auf den Film sind. Ich bin sicher, noch nicht ganz sicher, was uns da wirklich erwarten wird. Bei dem habe ich mehr Zweifel als bei vielen anderen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das Footage, die Trailer, die ich bisher gesehen habe, die sind eigentlich dann auch schon wieder extrem cool. Und ich finde auch tatsächlich, dass Ben Affleck als Batman eine gute Figur macht. Ich weiß, da gehen nicht alle mit mir konform, aber ich persönlich finde, er macht das ganz super. Und ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass wir damit bei DC jetzt so einen Trend erleben, wie wir schon bei Marvel erlebt haben und dass dann halt mit Suicide Squad zum Ende des Jahres oder naja, fast Ende des Jahres, dass dann nochmal so richtig einer draufgesetzt wird. Apropos gute Figur machen, ihr habt ja am Sonntag auch noch einen Wettbewerb tatsächlich für Cosplayer. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Naja, Cosplayer-Wettbewerb gibt es ja hier sowieso, aber wir wollten die Superhelden-Cosplayer mal speziell ansprechen, weil wir einfach gerade in letzter Zeit gesehen haben auf Messen jeglicher Art, dass Harley Quinn und Deadpool so sehr, sehr oft zu sehen waren. Und dann haben wir gedacht, ach komm, Superhelden,
lass uns doch die einfach auch mal ein bisschen pushen. Das heißt, das ist jetzt mal so ein Versuch für dieses Jahr. Ich finde auch die Zeit, muss ich sagen, nicht so ganz glücklich, aber es war kein Slot mehr frei. Das heißt, das ist das erste Event am Morgen schon. Und eigentlich wollten wir 45 Minuten haben, aber da die Leute ja erst um 10 reinkommen, können die nicht um 9:15 schon auf der Bühne stehen. Das heißt, es wird erst um 10:30 losgehen. Das heißt, wir haben dann 30 Minuten für so ein bisschen Schaulaufen. Und es ist einfach mal so ein Einstieg. Und vielleicht machen wir das dann im nächsten Jahr größer, besser angekündigt noch, mit noch mehr Leuten an einem anderen Tag und vielleicht schon auf der großen Bühne, wer weiß das schon so genau. Dann drücke ich euch dafür auf jeden Fall die Daumen und war schön, also ist schön, dass ihr da seid und viel Spaß noch bei euren anderen Events. Ja, vielen Dank. Und noch ein paar schöne Meistertage und nicht allzu viel Stress. Dankeschön, vielen Dank und schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. So, und das war der Recap für heute. Wir sehen uns dann morgen.